Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Bunker-Update-Video hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, mein letztes Video ist schon wieder fast einen Monat her. Ich habe schon wieder viele neue Filme, die ich hier unboxen könnte, liegen und ich komme einfach zeitlich nicht dazu. Aber ich wollte mir heute die Zeit nehmen, weil gestern ein tolles Paket von Bunker kam. Ich hatte euch schon vor mehreren Monaten darauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise in einem meiner Videos die Vorbestellungen von Hot Toys dargelegt. Und gestern kam der DeLorean endlich an in der 1:6 Version, also aus dem Film Back to the Future 2. Collector Vehicle mit der Seriennummer MMS636 und da ist er. Ja, und da der natürlich mal wieder so groß ist an Filmcar und ich unten in meinem Kellerchen, wo ich meine Unboxings mache, der Tisch leider zu klein ist für dieses Unboxing, muss ich es dann doch in meiner neuen Küche machen. Genau. So, aber erstmal ein Käffchen und ich freue mich total, ist richtig mega. Der DeLorean gehört natürlich mit zu meiner zu meinen Lieblingsfahrzeugen aus der Filmgeschichte, genauso wie der Ecto 1 oder die Fahrzeuge von Batman. Unter anderem habe ich auch das neue Batman-Fahrzeug bestellt von 1989 von Michael Keaton, ne, das Original-Batmobil in meinen Augen. Den Tumbler habe ich euch ja schon angeboxt, den Ecto habe ich angeboxt und jetzt ist der Back to the Future DeLorean dran. Mega geil. Also ich muss zugeben, ich habe ihn gestern schon ausgepackt, weil er doch sehr filigran gearbeitet ist und sehr empfindlich. Und daher habe ich mir die Freiheit genommen, einfach mal reinzugucken. Deswegen ist hier auch schon offen. Aber ich musste es einfach tun. Ich war so aufgeregt. Ich konnte aus zeitlichen Gründen gestern kein Video machen für den Bunker. Deswegen mache ich das heute. Der DeLorean muss zum Teil aufgebaut werden. Ich kann es aber heute nicht machen. Ich kann euch einfach nur das Fahrzeug mit der Beleuchtung mal kurz vorstellen. Aber die Anbauten zu dem DeLorean kann ich heute nicht dran machen. Das hat einen Grund. Wie ihr wisst, habe ich zwei kleine Kinder, die jetzt natürlich aktuell im Kindergarten sind. Aber wenn die nach Hause kommen und würden das Fahrzeug sehen, würden die daraus Kleinholz machen und das wäre sehr gefährlich. Und dann kommt noch dazu, dass wir jetzt kurz vor Weihnachten haben. Ich baue jetzt hier meine Wohnung in Weihnachts-Nikolaus-Deko um und alles demnächst. Und dann müssen ein paar Sachen umgestellt werden, was ich immer an Weihnachten mache. Und dann kommt Silvester. Silvester mache ich hier eine dicke, dicke, fette, fette Party mit viel Alkohol und Co. und vielen Freunden. Und deswegen ist es mir einfach nicht möglich, den DeLorean jetzt aufzubauen. Komplett. Also ich tue ihn dann nach dem Unboxing wieder rein. Aber es ist nicht schlimm. Ich werde euch die Verpackungsteile alle zeigen. So könnt ihr euch ein Bild davon machen und sehen, was das eigentlich für eine geile Kiste ist. Ne? Und ich werde dann nochmal separat ein Video machen, wenn er dann aufgebaut ist. Und dann können wir den auch mal schauen, wie der in der Vitrine aussieht. Und auf jeden Fall mega, mega cool. Und ich würde jetzt sagen, ich hole ihn mal jetzt raus aus der Verpackung. Mein Problem, was ich nur heute habe, ich habe heute keinen Kameramann, aber heute habe ich den einzigen Tag Zeit, jetzt für den Rest der Woche, wo ich dieses kleine Unboxing mal machen kann. Ich habe morgen Termine, übermorgen Termine und am Wochenende kriege ich Besuch. Das zieht sich also jetzt bis ans Wochenende durch. Und ich möchte schon euch zeigen, was wir hier haben. Die Hot Toys Figuren zu dem, ich weiß, die Hot Toys Figuren, die ich gekauft habe, sind nicht von Back to the Future 2, also auch der Doc Brown nicht. Das sind alles aus der Serie von Zurück in die Zukunft 1, aber aktuell gibt es keine Back to the Future 2 Figuren, also Doc Brown mit dieser Silberbrille und dem silbernen Anzug, Marty McFly mit seiner super geilen Jacke, also alles noch aus Teil 1, ist mir aber persönlich egal. Ich habe beide Figuren und für mich ist das uninteressant, ob das jetzt Back to the Future DeLorean ist, in meinen Augen DeLorean. Nur weil er jetzt fliegen kann, heißt es noch lange nicht, dass es kein DeLorean ist oder so. Ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Deswegen werde ich da jetzt auch keine großen Unterschiede machen und mir dann nochmal die Figuren doppelt kaufen, nur weil die ein anderes Outfit haben. Gegebenenfalls werde ich mir ein anderes Outfit kaufen
und die mal umziehen. So, wie immer bei Hot Toys, die Kartonage bzw. Styroporverpackung hat immer einen Auflieger zum Schutz. Darunter sind Bedienungsanleitungen, Einbauteile noch, die sind mit oben drin. Darunter befindet sich natürlich der DeLorean. Und bei Hot Toys ist es immer geil, so war es auch bei dem Tumbler, dass diese wunderbaren Klettverschlüsse dran sind. Der Shipper ist auch da, falls ich den mal irgendwann in einer Situation verkaufen muss oder möchte, weil ich kein Interesse mehr dran habe. Und das war auch der Grund, warum ich dann von dem 1:8 DeLorean abgesprungen bin, weil ich keinen Bock mehr hatte, den DeLorean zum Aufbauen. Wir bauen den DeLorean weiter aufzubauen, lange zu warten. Erstens mal, dieses Aufbauen hat mich teilweise so genervt, weil Schrauben kaputt waren, weil Gewinde nicht richtig funktioniert haben. Das ist also die billigste Produktion von allen. Und wenn man Glück hat, oder Glück hatte, bei mir war der Fall, dass ich sehr oft Glück hatte, war alles okay, aber ich kenne viele andere Beispiele von Menschen, die das Glück nicht hatten und die haben einfach defekte Teile gehabt. Ich hatte auch ein defektes Teil oder ein Teil, was nicht dabei war und deswegen habe ich dann den ganzen Rotz wegverkauft und habe gesagt, ich kaufe mir lieber den 1:6 DeLorean, der ist auch größer, sieht cooler aus und da ich eh Hot Toys sammle, whatever, läuft das. Also, ja. Ist schon krass, ne? Das ist jetzt die Zweitauflage. Die erste Auflage war der erste DeLorean aus dem ersten Film. Den gibt es aber, glaube ich, auch jetzt nicht mehr zu kaufen. Nur für horrende Preise bei irgendwelchen Drittanbietern oder was weiß ich. Dieser DeLorean hat die Möglichkeit, etwas umgebaut zu werden. Wir haben einmal das normale Fahrzeug, was man hinstellen kann. Und wir können aus diesem DeLorean den Flugmodus bauen. Das heißt Reifen umklappen, Unterbodenbeleuchtung, der Fluxkompensator leuchtet. Die Time-Eingabe, also die Zeiteingabe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Geräte haben. Da ist ein Wecker dabei, ich habe schon reingeguckt, super geil. Ne? Und in der Vitrine ist es auch nochmal richtig geil. Und dazu kommt noch ein Stativ, wo man den DeLorean in einer gekippten Haltung bauen kann, draufsetzen kann, die Reifen runtergeklappt, sodass diese Flugmodus-Szene nachgestellt werden kann. Aber absolut geil. Die Reifen, also innen die Felgen sind beleuchtet. Wie gesagt, Unterbodenbeleuchtung, so wie aus dem Film, mega. Wirklich, wirklich mega. Und ich hole jetzt den Karton raus, deswegen mache ich jetzt einmal kurz immer zwischendurch mal eine Unterbrechung. Wie gesagt, seht es mir nach und ja. Dann schauen wir gleich einfach mal rein, wie der DeLorean dann von innen aussieht. Ich werde ihn mal rausholen, ich werde Batterien reinmachen und dann können wir uns das Fahrzeug mal anschauen. Ich werde in dem Sinn alles euch detailliert schon versuchen zu erklären und zu zeigen, wie das dann so ist. Genau. Auch nochmal hier einen riesengroßen lieben Dank an Bunker, meine Lieblingsleute. Immer Leute wirklich bestellt da, die haben vor einigen Monaten, wie ihr mitbekommen habt, einen sehr großen Schicksalsschlag gehabt und die müssen jetzt auch natürlich ihre Restware verkaufen und bieten auch aktuell wieder neue Sachen im Shop an. Also es scheint mit Bunker wieder aufwärts zu gehen, wir hoffen. Also ich kann dazu nicht sagen, das müsst ihr dann auch selber fragen. Ich werde mich, natürlich weiß ich ein paar Hintergrundsachen, aber ich möchte mich da auch nicht zu äußern, weil das ist privat und die Privatsphäre muss ich respektieren, respektiere ich auch. Aber wie immer, arschgeleckt, wirklich sauberer Transport. Gut, für den Transport können die nichts, aber Zusagen immer wunderbar. Deswegen, ich liebe Bunker und ja, bestell dort sehr gerne. So, dann packe ich ihn jetzt einfach mal aus für euch. Ne? Wortspiel. So, ihr Lieben, jetzt habe ich mal die Styroporverpackung rausgeholt und wie gesagt, es ist ja wie bei Hot Toys immer so mega gut verpackt, sicher verpackt. Wir machen nun einmal die Klettverschlüsse ab. Ich muss mal kurz merken, wie es war. So, dann nehmen wir die mal raus. Übrigens, die Klettverschlüsse kann man noch andersweitig verwenden, wenn man irgendwas befestigen möchte. So, und dann haben wir natürlich hier oben einen kleinen Pappaufleger, der den DeLorean abzeichnet. Genauso ein Bild hatten wir mit dem Pappaufleger auch bei dem Tumbler und von Batman. Genau. Und den lege ich jetzt vorsichtig auf Seite. Und hier drunter kommt auch schon direkt die Bedienungsanleitung und
Ja, hier ist nochmal auf der Rückseite ein schönes Poster von dem DeLorean mit drauf. So, ich werde jetzt einmal zur Kamera kommen, dann werde ich die Kamera einmal in die Hand nehmen. Also es wird jetzt etwas wackeln, deswegen seid jetzt bitte nicht erschrocken, weil es jetzt hier wackelt. Aber ich möchte euch ganz gerne gerade einmal das Innenleben zeigen. Ich versuche jetzt einmal die Kamera nach oben zu fahren. Ups. So, damit ich euch einfach mal kurz zeigen kann, wie denn alles schön innen drin aufgebaut ist. Sodale. Also, ihr seht die Bedienungsanleitung, das vordere Schutzblech bzw. die ganzen seitlichen Sachen werden angebaut. Kabel müssen verbunden werden, weil ja diese Schutzgitter an der Seite ja auch im Film leuchteten. Also wir haben hier, das Fahrzeug ist komplett beleuchtet. So, meine Sache ist schon, dass ich halt sehr, sehr lange aus dem, Fluch der Karibik-Situation raus bin. Manchmal hat man Wurstsalat. So, das ist das Stativ von dem DeLorean. Und hier sind die einzelnen Stativteile, die dann hier reingesteckt werden, damit der DeLorean, ich glaube sogar zwei unterschiedliche, ja, mehr oder weniger, nein, eine. Also die werden zusammengesteckt, eine Flugposition hat. Könnt ihr dann hier auf dem Bild sehen, er sitzt dann etwas leicht gekippt zur Seite und ist darüber komplett stabilisiert. Jetzt haben wir hier noch einen USB-Anschluss an dem Fahrzeug, den habe ich auch schon gesehen, aber ich weiß gerade aktuell nicht, für was der ist. USB Power Adapter is not included in this product. 5 Volt Power Adapter. Ich vermute, und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, dass der DeLorean, ich habe mich nicht vorher informiert, weil es mich, ich habe auch diese Informationen sich jetzt zum ersten Mal. Also, wir haben einmal die Möglichkeit, den über Batterie zu betreiben. Und 1, 3, ja, hier kommen 3 AA-Batterien rein, 5 Volt. Das bedeutet, dass wir hier den an Dauerstrom anschließen können. Das ist meine Vermutung, dass die Beleuchtung auch ohne die Batterien funktionieren. Ich sag jetzt mal, das stimmt so. Genau. Und im Innenbereich haben wir noch die Möglichkeiten, den ein- und auszuschalten mit 2 Schaltungs-, also mit einem Relais natürlich, da ist halt ein Schalter drin und wir haben 2 Punkte zum Schalten. Einmal für die komplette Innen- und Außenbeleuchtung und bei einem weiteren Druck kommt die Unterbodenbeleuchtung noch mit dazu und die Reifen. So, dann haben wir einmal hier, das vordere Schutzblech oder das hintere Schutzblech, ich weiß jetzt nicht, was ist, ist aber auch egal, ich glaube, das ist sogar das vordere. Dann haben wir einmal, das ist so geil, ich muss ihn... Ich würde ihn gerne mal auspacken. Das ist so fett. Mr. Fusion. Ja, so geil. Ne, da kommt dann der Biomüll rein. Und der geht auch richtig auf. Also ihr seht, zack, zack, zack. Ich mache es wieder zu. Und tue ihn rein. Dann, woran ich mich nicht mehr dran erinnern kann, ist, dass wir im zweiten Teil hier diesen Wecker haben. Diese Uhr, kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. Ist wohl ein Detail, was in dem Film zwar wahrscheinlich gezeigt wird, aber es wird nicht so drauf eingegangen. Also wahrscheinlich ist das nur so nebenbei, läuft das Ding mit. Aber ja, ist auch nicht so schlimm. Also für mich ist das jetzt kein Problem. Er kommt natürlich rein, er wird ins Cockpit gestellt. Und daher habe ich jetzt selber daran keine Erinnerung mehr. Das sind die Seitenteile, auch mit dem Gitter. Wie gesagt, ich packe es jetzt nicht aus, das ist sehr filigran. Da, das möchte ich dann wirklich auspacken, wenn ich den DeLorean komplett fertigstelle. So, und da ist der liebe DeLorean. Jetzt werde ich nochmal mit der Kamera etwas nach hinten gehen, damit ihr die volle Pracht dieses wunderbaren Fahrzeuges seht. Also ich muss sagen, das Ding ist sowas von schweinegeil, detailreich und absolut, ein DeLorean halt. Was soll man sagen? Schaut euch das an. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. In dem Moment, wo ich jetzt hier mit euch spreche,
nicht verzagen. Batterien fragen, muss ich natürlich die Batterien noch suchen. Man ist ja nie vorbereitet, ihr kennt das bestimmt. Warum soll man sich auch vorbereiten? Und ist ja wesentlich einfacher, sich unvorbereitet in ein Video zu stürzen. So, natürlich mein wunderbares Equipment. So, den DeLorean können wir einmal hier aufmachen an der Front. Hier ist dann die Nachbildung des Ersatzreifens. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, anhand mit einem kleinen, ich sag immer Uhrmacher, Feinmechaniker-Werkzeug, hier einmal den Deckel aufzumachen und die drei Zellen reinmachen. Man kommt bei ihm besser dran wie bei den anderen Fahrzeugen, die ich habe. Ja, er leuchtet schon. Ich glaube, ihr könnt es noch nicht sehen. Genau, also das funktioniert schon mal. Ich lasse es auf. Weil ich habe da immer so ein bisschen Probleme mit. Ich lasse die Batterien nachher raus und mache die wieder raus und dann reicht das so. Und den Deckel lege ich hier auch noch mal kurz auf Seite, damit nichts passiert. Ach, ich bin so aufgeregt, das ist wirklich mega. Also im Grunde ist der DeLorean schon mehr oder weniger fertig. Ich hole ihn jetzt raus und zwar stelle ich ihn einmal hier hin. Deswegen gerade einen Moment. Schön vorsichtig sein. Dann werde ich den DeLorean einmal wieder in die Mitte des Tisches bringen. Oh, schaut euch diese Trümmerkiste an. Wirklich, wirklich, wirklich. Mega, mega. So. Hat man ja immer Angst, was kaputt zu machen. Ich mache gleich die Kamera runter. Dann könnt ihr sehen. Ich werde auch mal das Licht ausmachen und mal eine kurze Kamera-Rundfahrt machen. So. Und dann seht ihr natürlich einmal den DeLorean. Also Leute, guckt euch das Brett an. Ich liebe ihn. Es ist eins, also da geht mir der Kussi hier. Also man zieht den Reifen raus und klappt ihn um. Zack. So, genau. Das versuchen wir jetzt mal überall zu machen. Man hat immer Angst, was kaputt zu machen, weil ich ihn jetzt natürlich nicht auf den Ständer stellen kann. Weil ich ihn nicht aufgebaut habe. Ich bin ein bisschen zu rabiat hier, deswegen geht die Türe zu. Ich habe immer Angst. Man muss den auch richtig packen. So. Genau, jetzt haben wir ihn tatsächlich im Flugmodus. Das habe ich euch ja gesagt. Und so sieht er halt im Flugmodus aus. Genau, ich würde ihn aber jetzt aus Sicherheitsgründen wieder zurück in die normale Position fahren. Also man muss schon ein bisschen drücken. Das ist auf jeden Fall... Lenkung geht auch. Mega gut. Also damit ihr seht, dass das so einfach funktioniert, aber ich möchte wirklich aufpassen und dann fährt er auch. Natürlich ist das jetzt kein Ding zum Rumfahren und zum Spielen, sondern für mich ist das ein Sammlermodell, was wirklich mega gut ist. Und ich lasse mal kurz den Rollladen runter, wenn das für euch okay ist. Das muss für euch okay sein, weil sonst seht ihr natürlich die Beleuchtung nicht. Werde dann mal das Licht hier ausschalten. Werde dann einmal Nummer 1 einschalten. Und das andere Licht auch aus. Vielleicht sollte ich doch noch eine kleine Hintergrundbeleuchtung anmachen, damit es besser zu sehen ist. So, jetzt nehme ich einmal kurz die Kamera runter. Und dann fahre ich mal ran
und ihr seht, scheiße nochmal, ist das geil, alles läuft. Fluxkompensator läuft, Innenbeleuchtung läuft, die Zeitleitung, glaube ich, heißt das Ding, läuft. Die Rücklichter laufen, Seitenlichter, Vorderlichter. Wäre noch geil, wenn man blinken könnte, ne? So. Und jetzt kommt gleich das Affengeile. Der hinten, der Arsch leuchtet auch. So, jetzt machen wir nochmal Nummer 2 an. Und jetzt, Leute. Huhuhu. Alter, Unterbodenbeleuchtung, Fast and the Furious. Also wirklich sauber. Sauber, guckt euch das an. Das sieht so geil aus. So geil. Also es ist, Junge, guckt euch das mal an hier, boah, das ist einfach, ich könnte heulen, es ist so geil. Übrigens habe ich noch die Schutzfolie auf den Scheiben gelassen, ne? Die bleibt auch erstmal drauf, bis ich den dann komplett in die, ich sag mal, Entschuldigung, Endphase der Montage bringe. So, ja. Ups. Also ihr Lieben, ihr seht, der DeLorean von Zurück in die Zukunft 2, Hot Toys 1:6, von Bunker 158, ein Prachtwerk. Aber ich glaube nicht nur Bunker, sondern auch die anderen Figurenshop-Versender und die es gibt, haben das gleiche Fahrzeug bekommen. Und daher wünsche ich natürlich allen Menschen, die diesen DeLorean bekommen haben, viel Spaß und ja, was soll man sagen? Es ist einfach der DeLorean. Also da kann man nicht viel sagen. Der DeLorean ist der DeLorean. Und ich finde ihn toll. Wirklich. So, ich zeige euch jetzt noch mal ein bisschen die Details von hinten, weil die leuchten ja auch. Warten Sie, wartet mal. So, also alles leuchtet. Sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt zeigen wir euch noch mal kurz, oder ich euch die filigranen Bauteile hier. Also, Leute, ich sag euch ehrlich, danke Hot Toys. Boah, Junge, stellt euch mal vor, man hätte früher sowas als Kind gehabt, was es ja tatsächlich in dem Maß nicht gab. Und als Weihnachtsspielzeug, es ist ja heute mittlerweile anders geworden. Die Leute sind ja alle so Konsum. Also das, ich sag mal, hier hätte ich mich jahrelang als Kind gefreut. Auch jetzt. Also es ist einfach ein tolles Auto. Muss man sagen. Auch wenn der Umbau nicht gewesen wäre von dem DeLorean, wäre der DeLorean einfach, ist einfach geil. Einfach geil. So. Ja, was soll man sagen? Kinder, Kinder, Kinder. Ich muss mal kurz wieder hoch und dann stelle ich mich wieder vor die Kamera, aber wahrscheinlich will man mich auch gar nicht sehen. Ich habe so ein wackeliges Stativ, das ist total doof. Genau, so, aber jetzt muss ich ein bisschen runterkommen. Ja, einfach, ich bin sowas von begeistert und ich freue mich so sehr über dieses Fahrzeug, also könnt ihr gar nicht glauben. Ja, leider ist jetzt ein bisschen meine Kamera anscheinend schief auf dem Stativ, aber das macht nichts. Ein bisschen Knick in der Optik ist ja heutzutage okay. Ihr Lieben, das war mein absolutes tolles Unboxing hier für den Bunker 158. Ich hoffe und hoffe und hoffe, es freut euch auch für mich, dass ich das Ding jetzt habe. Nochmal vielen Dank an das liebe Team von Bunker. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Mega. Für mich mal wieder ein Stück meiner Kindheit zurückgegeben, auch wenn ihr den nicht gebaut habt, aber ihr habt den an mich verschickt und an mich verkauft und deswegen sehr, sehr froh. Ich habe hier für diesen DeLorean übrigens um die 800 Euro bezahlt, daher hat schon ein strammes Sümmchen das Ganze, natürlich ein stolzer Preis, aber ich denke, absolut gerechtfertigt für ein bisschen Plastik. Nein, das war jetzt Ironie. Absolut, absolut ist das für mich okay. Und ich werde ihn jetzt auch wieder vorsichtig einpacken, den guten, und dann kommt er zurück in den Karton und irgendwann werde ich ihn dann in den nächsten Monaten, Wochen aufbauen
Und dann werde ich nochmal ein separates Video machen. Ich glaube, hier habe ich auch die Dinger gefunden, wo der Wecker auf das Armaturenbrett gestellt wird. Das wird ein bisschen tricky. Vielleicht lasse ich ihn auch drin, aber ja, ist egal. Also das muss jetzt nicht unbedingt da drauf, aber vielleicht mache ich ihn rein. Aus nostalgischen Gründen, weil es halt cool aussieht. So, dann verabscheuen wir uns. Lasst bitte ein Like da, einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und auf jeden Fall besucht die Seite Bunker, unterstützt die Leute bitte. Da steht eine private Familie dahinter, die einen sehr großen Schicksalsschlag hat. Und ich hoffe, dass ich bald mal mein 5000 Abonnenten Spezialvideo machen kann. Aber bis dahin muss noch ein paar Sachen geklärt werden, weil ich muss wissen, wie es dann auch mit dem Bunker zukünftig weiter funktioniert und wie ich das Video dann aufziehe. Und ja, dann werdet ihr von mir hören. In diesem Sinne, ab in die Rinne, macht's gut. Viel Spaß, wenn wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch natürlich schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber ich gehe davon aus, dass wir nochmal in den nächsten Monaten, Wochen ein Video auf die Beine kriegen und daher Eiswürfelmaschine. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Und daher sehen wir uns beim nächsten Video. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein.